So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christian Marian. Ich bin bei der DKE für die internationale Normung zuständig. Und ja, ich darf euch jetzt ein wenig darüber berichten, erzählen, was ist wichtig, was müsst ihr wissen und wie könnt ihr euch letztendlich auch beteiligen an den internationalen Normen. So, ihr habt schon in der Vorlesung oder vom Vorredner schon ein paar nette Bildchen gesehen, warum Normung überhaupt so wichtig ist. Und die kann ich natürlich nur ja, wiederholen. Und ich habe euch hier auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, das ist schon eine Weile her. Wie war denn Europa früher? Also 1988 gab es einen Spiegelartikel und dort stand drin. Ich lese es jetzt vor. Europa 92, die sind alle irre unterwegs. Allein 30 Ingenieure beschäftigt der Konzern, um seine Produkte an unterschiedliche europäische Normen anzupassen. Das war ein Hersteller von Rasierapparaten, Philips, den müsstet ihr kennen. Und ja, da früher gab es keine einheitliche Norm. Jedes Land hatte die eigenen Anforderungen gehabt. Und ja, entsprechend mussten verschiedenste Ingenieure, 30 Stück in dem Fall, mussten sich mit den Normen beschäftigen, die ja in den verschiedenen Ländern herrschen. Die mussten die auch erstmal übersetzen und dann entsprechend ein Rasierapparat in verschiedenste Varianten herstellen, um die dann in den Markt der anderen Länder reinzubekommen. Ja, das ist natürlich sehr aufwendig und nicht nur ressourcenaufwendig, sondern ja, in jedem Sinne. Viel natürlich, 30 Ingenieure sind nicht billig, Zeit und Bürokratie und alles Mögliche. Und das möchten wir eben mit einer internationalen Normung möglichst verringern. Ich habe euch jetzt hier ein zweites Beispiel mitgebracht. Auf der linken Seite seht ihr Europa, wie das ist mit den verschiedensten Ländern. Und jetzt stellt euch einfach nur vor, jedes Land hätte eigene Richtlinien, Standards, Normen etc. etc. Dann würde genau das Beispiel, das ich eben vorgelesen habe, ja, passieren. Und jetzt gucken wir mal auf die rechte Seite. Da sehen wir ein einheitliches Bild mit einer einzigen Farbe. Das heißt, es ist ein gemeinsames Europa. Wir haben einen einzigen Standard. Und es geht sogar noch weiter hier. Wir haben eine Richtlinie, ja, und wir bilden somit einen Freihandelsstaat und Freihandelsmarkt, der die Waren problemlos von einem Land zum anderen ja, liefern kann und muss sich nicht auf verschiedenste Varianten dann einstellen. Das ist die Idee. Das haben wir durch ein starkes europäisches Normungssystem auch geschafft. Und jetzt werde ich euch ein wenig mehr erzählen über die internationale Normung. Und da möchte ich hier mit diesem Bild hier anfangen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Bild. Und zwar stellt es ungefähr alle Organisationen oder alle beteiligten Organisationen in den verschiedensten Ebenen dar. Wir sehen hier auf der ersten Ebene, also das ist die nationale Ebene, in dem Fall habe ich jetzt Deutschland gewählt, weil wir uns in Deutschland auch befinden. Da haben wir zwei Organisationen, zwei Normungsorganisationen. Das ist einmal DIN und das ist einmal die DKE. DIN ist für die allgemeine Normung von allgemeinen Feldern zuständig und die DKE ist zuständig für die Elektrotechnik und auch für die Telekommunikation. So ungefähr, das teilt sich dann auch auf den anderen Ebenen so auf. Wenn wir jetzt in die zweite Reihe gehen, dann sehen wir hier die europäische Ebene. Das ist CEN einmal, das Pendant vom DIN. Das ist CENELEC und ETSI. Ja, die Abkürzungen sind jetzt Abkürzungen, damit ihr es mal gehört habt. Also CENELEC, wir sind jetzt hier in der Elektrotechnik. CENELEC bedeutet Comité européen de Electrotechnique. Ja, das ist Französisch. Und genau, also das ist, wo wir uns dann sozusagen von der DKE als Pendant sehen, genauso wie bei der Telekommunikation. Das ist dann ETSI. Wenn wir jetzt noch eine Ebene weiter hochgehen, das ist die internationale Ebene, nenne ich jetzt. Das ist dann wirklich die weltweite Ebene. Da haben wir in der allgemeinen Normung ISO ganz vorne dabei.
Und in der Elektrotechnik haben wir IEC als die elektrotechnische Normungsorganisation, International Electrotechnical Committee. Und auf der Telekommunikationsebene haben wir ITU. So, das ist ganz wichtig, dieses Bild. Das ist wichtig, weil wir uns immer, wenn wir über die Normung sprechen, immer bewusst werden müssen, auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt gerade. Ganz kurz immer mal selbst nachdenken, sind wir jetzt auf der deutschen Ebene, sind wir auf der europäischen oder internationalen Ebene, weil die haben alle verschiedene Rahmenbedingungen, verschiedene Anforderungen, auch teils verschiedene Prozesse auch. Aber die sind auch miteinander verknüpft und verlinkt. Das werde ich auch später zeigen. Und das ist immer ganz wichtig, weil wir bewegen uns oft dann von einer Ebene in die andere und dann müssen wir wieder zurückspringen. Und das werdet ihr vielleicht später sehen. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Genau. Also wichtig, einprägen dieses Bild. Und jetzt gehen wir mal, wir gucken uns jetzt die elektrotechnische Seite an. Also DKE haben wir heute Morgen schon gehört, beziehungsweise Vorredner, bis jetzt morgens war. Das ist euch überlassen. Jetzt möchte ich mich auf CENELEC, also auf die europäische Ebene und auf IEC konzentrieren. Genau, fange ich jetzt hier mit CENELEC an. Also das ist das Europäische Komitee für die elektrotechnische Normung. Das ist ein internationaler Verband nach belgischem Recht. Dementsprechend sitzen die auch in Belgien, in Brüssel. Das ist auch gewollt und es ist auch sinnvoll, weil, wie ihr wisst, in Brüssel sitzt auch das EU-Parlament, die Europäische Kommission, mit denen haben wir auch sehr viel zu tun. Also einfach die Nähe ist wichtig. Es wurde allerdings schon 1972 gegründet und es ist eben eine Nachfolgeorganisation von diesen zwei hier dargestellten Organisationen, CENEL und CENELCOM. Wir haben insgesamt 34 nationale elektrotechnische Komitees, Länder. Da sind alle EU-Länder mit inbegriffen. Das könnt ihr hier auch gerne nachprüfen. Aber es sind noch mehr. Und zwar ist es hier das ist der ganze europäische Binnenmarkt. Da gehört auch die Schweiz dazu, da gehört auch UK dazu, da gehört auch Norwegen dazu, die Türkei. Da sind auch ein paar weitere Länder noch dabei, die sich dem CENELEC auch angeschlossen haben. Ja, und der Präsident aktuell, das ist ein Deutscher, das ist Wolfgang Nizieller und der ist aktuell der Präsident von CENELEC. So, gucken wir jetzt mal jetzt wieder. Ne, ich habe davor schon angesprochen, wir müssen in Ebenen denken. Jetzt gucken wir mal auf die internationale Ebene. Ja, bei IEC, das ist auch ein internationaler Verein nach Schweizer Recht, weil die sich in Schweiz befinden, in Genf. Wurde allerdings 1906 schon gegründet in London. Und es gibt insgesamt 62 nationale elektrotechnische Komitees. Das sind die Vollmitglieder. Es gibt 26 assoziierte Mitglieder und 86 Affiliates. Ich gehe jetzt nicht auf die Unterschiede ein. Die verschiedenen Statis hier haben andere Rechte. Also Vollmitglieder können dann auch Managementgremien einnehmen. Assoziierte Mitglieder haben gegenüber Affiliates andere Rechte. Affiliates sind eher dann dazu da, dass man die ein bisschen unterstützt und die Normung auch vielleicht ein bisschen näher bringt. Das sind drei unterschiedliche Mitgliedsmöglichkeiten und wir in Deutschland, wir sind Vollmitglied und ich habe eine Folie jetzt gleich mitgebracht, da sieht man dann recht schnell, wer zu welchem Vollmitglied auch dazugehört. Der aktuelle Präsident ist auch ein Europäer, das ist ein Belgier, das ist der Joe Cops. Der ist noch bis 2025 Mitglied, Präsident und ja, das nur so mal zu IEC. Das war wie besprochen die Folie. Jetzt könnt ihr euch hier mal anschauen. Wir sehen, dass viele große Wirtschaftsmächte natürlich einen Vollmitgliedsstatus haben. Also es fällt wahrscheinlich direkt ins Auge hier die USA, Deutschland, viele, viele europäische Länder haben den Vollmitgliedsstatus. China, da sind sehr, sehr mächtige und große Wirtschaftsnationen auch dabei, die sich an dieses IEC-System auch angeschlossen haben. Deswegen ist es auch so mächtig und so wichtig.
So, diese Folie möchte ich euch auch zeigen, wie wir eben aufgestellt sind bei IEC. Das sind jetzt, bei IEC gibt es zwei wichtige Funktionen in den, die nennen sich jetzt technische Komitees. Das sind Gruppengremien, in denen dann die Normen erstellt werden. Und jeder dieser Gremien hat einen Vorsitz, das nennt sich auch Chairposition. Und jedes Gremium hat auch ein Sekretariat. So, ein Sekretariat, genau. Und wir, also beziehungsweise eine Nation hält dann auch diese Position. Das bedeutet zum Beispiel, Deutschland hat das Sekretariat von dem Gremium XY, ja, und oder Frankreich hat dann den Vorsitz beziehungsweise die Chairposition von einem anderen Komitee. Und wenn wir die jetzt mal alle zusammenfassen, dann sehen wir, dass wir Deutschen das sehr, sehr ernst nehmen. Ich möchte in dieser Folie auch eigentlich nur zeigen, dass wir hier in Deutschland eine große Verantwortung haben, weil wir sehr viele Chairpositionen, auch Sekretariate haben. Und ja, deswegen ist Normung für uns wichtig. Deswegen gibt es uns auch hier DKE, damit wir auch diese Funktionsträger dann auch unterstützen können und ja, nach außen eben ein gutes Bild von uns abgeben können. So, ja, ich habe euch versprochen und gesagt, dass verschiedenen Ebenen miteinander verknüpft sind. Ja, und deswegen habe ich euch auch dieses Bild hier mitgebracht. Das ist hier ein sehr, sehr mächtiges Bild. Und lasst uns jetzt mal kurz zusammen mal durch die verschiedenen Blöcke hier mal durchgehen. Also stellt euch mal so vor, ganz oben haben wir hier WTO und TBT, also World Trade Organization, Technical Barriers to Trade. Also das sind im Grunde genommen Regeln, an die sich sozusagen alle halten müssen. Ja, also die komplette Welt, da gibt es was wie Kartellrecht oder dies und das, was verboten ist und so. Ja, also da muss sich im Grunde genommen jeder dran halten. Das heißt, das habe ich ganz übergeordnet da jetzt rein eingefügt, und es soll hier bildlich darstellen, dass es über all den drei Ebenen gilt. Ja, dann haben wir hier in der zweiten Reihe haben wir jetzt hier die SDOOs, nennt sich das, also Standardization Development Organizations. Das sind Normungsorganisationen auf Deutsch übersetzt. Und das ist eben die, also in der Elektrotechnik sind es genau die drei, die wir auch anfangs gesehen haben. National DKE, ja, das ist die deutsche Normungsorganisation der Elektrotechnik. Dann regional haben wir Europa und das ist CENELEC und international IEC. So, bis jetzt habe ich euch nichts Neues gesagt. Und dann gehen wir jetzt mal runter zu den grünen Boxen. Da kommen wir zu den Abkommen und dann wird es spannend, ja. Weil hier sehen wir die Verknüpfung zwischen den einzelnen Ebenen. Wir haben einmal zwischen der nationalen Ebene und der europäischen Ebene haben wir die sogenannte Übernahmeverpflichtung. Ja? Was das bedeutet, ich habe gleich eine Folie vorbereitet. Dann haben wir ein weiteres Abkommen, das ist ein sehr, sehr mächtiges Abkommen auch. Das ist zwischen der IEC und Europa, also CENELEC, und das nennt sich Frankfurt Agreement. Ja, und was das bedeutet, dazu habe ich gleich auch eine Folie mitgebracht. Und dann nochmal, jetzt, ich habe das jetzt hier eingekästelt in Europa und natürlich national Deutschland, weil wir ja zu Europa gehören. Da gibt es auch eine EU, ne? Eine Europäische Union. Es gibt EU-Vorschriften und diese setzen einen Rahmen für Europa, aber natürlich inkludiert sind dann auch alle Länder, die damit betroffen sind. Also im Grunde genommen, die Europäische Kommission, die Europäische Union gibt den rechtlichen Rahmen der europäischen Normungsarbeit wieder. Ja, so, also das soll hier so ein Big Picture mal darstellen, wie alles so miteinander verknüpft ist. Und jetzt gehen wir mal auf alles ein bisschen tiefer drauf ein. So, Übernahmeverpflichtung. Das ist auch ein sehr, sehr mächtiges Abkommen oder Vorschrift. Und zwar eine europäische Norm. Wir haben jetzt eine EN, die nennt sich EN, ja, European Norm. Die haben wir jetzt auf
europäischer Ebene komplett. Also die gilt bei Zenelec dann für alle Mitgliedstaaten. Dort wurde das dann auch entwickelt oder wurde vielleicht bei in der internationalen Ebene entwickelt, aber wurde dann in Europa so übernommen. Und wenn das der Fall ist, also wenn es eine gültige EN gibt, dann muss diese Norm auch da muss diese Norm auch überall in den Zenelec-Mitgliedstaaten übernommen werden. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Also wenn es eine EN gibt, muss die Deutschland übernehmen, die muss Frankreich übernehmen, die muss die Türkei übernehmen, weil die sind auch Mitglied von Senelec. Die muss die Schweiz übernehmen. Also das ist die Übernahmeverpflichtung. Es gibt kein Wenn und Aber und sie muss sie auch so übernehmen, wie sie ist. Es gibt Einzelfälle und das ist dann, da so tief möchte ich gar nicht drauf eingehen. Da kann man ganz kleine Abweichungen haben, wo man sagt, in Deutschland haben wir jetzt vielleicht ein Arbeitsschutzgesetz und das erlaubt die Umsetzung dieser Norm nicht zu 100%. Wir müssen da und da ein bisschen etwas anpassen. Ja, aber das ist ein absoluter Ausnahmefall. Das ist nicht gewollt. Das ist also merkt euch, dass eine europäische Norm in allen Zenelec-Mitgliedstaaten automatisch übernommen werden muss. So, das andere mächtige Abkommen des Frankfurt Agreements, das ist zwischen erinnert euch, IEC und Zenelec, also zwischen der internationalen Ebene und Europa. Und hier ist es so, dass wir uns bei Zenelec verpflichtet haben, zu sagen, dass wir bevorzugen, alles international zu normen und dass wir sozusagen den meisten Teil von der internationalen Ebene, also von IEC, bei uns in Europa übernehmen wollen. Das ist das Hauptziel, dass wir möglichst viel internationale Normen, internationale IEC-Normen in Europa übernehmen. Heißt, Schlussfolge ist, dass wir so viel wie möglich IEC-Normen haben. Wir nähern uns so viel wie möglich an den kompletten internationalen Markt, ja, und machen sozusagen die Türen auf und haben einen freien Handel. Ja. Das ist sozusagen das Ziel hier. Möglichst international zu sein und möglichst wenig uns abzuschotten, uns zu isolieren als Europa und eigene Normen zu erstellen. Das ist nicht unser Ziel. Ja, und um das zu ermöglichen, gibt es drei Mechanismen. Das ist einmal das Parallelvoting für die Normentwicklung. Möchte ich auch jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber prinzipiell ist es so, dass wir bei einer Normerstellung gibt es zwei bis drei Votings und da können wir dann Kommentare abgeben, da können wir dafür stimmen, sagen, ja, wir denken, dass die Norm so in Ordnung ist oder nein, die Norm muss noch angepasst werden. Ja. Das heißt, jedes nationale Komitee, Deutschland, Frankreich, bei IEC ist dann wäre es auch China, Brasilien, USA, Mexiko und, ja, die können dann alle abstimmen und sagen, wir sind dafür oder wir sind dagegen. Oder wir enthalten uns. Und das passiert eben im Parallelverfahren, sowohl auf der IEC-Ebene als auch bei Zenelec. Das bedeutet, dass wir als Deutschland, da wir Teil von IEC und Zenelec sind, und da ist gerade eine Norm in Bearbeitung bei IEC, die fließt bei uns in Europa auch ein, bei Zenelec, und dann geben wir zwei Stimmen ab. Wir geben eine Stimme bei IEC ab. Sagen, wir sind dafür, wir finden es gut und wir geben eine Stimme bei Zenelec ab. Und sagen auch entweder wir sind dafür oder wir sind dagegen. Ja? Und es kann unterschiedliche Gründe haben, warum sich unsere Abstimmung vielleicht sogar unterscheidet. Kommt drauf an, weil einmal betrachten wir den internationalen Markt, einmal den europäischen Markt. Ja? Also das kann sein, es kann passieren, ist aus meiner Erfahrung her nicht allzu häufig, ja, aber es kann passieren. Es gibt gute Gründe dafür. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Also Parallelverfahren ist während der Normerstellung, ja, die Norm ist noch nicht veröffentlicht. Dann gibt es aber die andere Möglichkeit. Wir können in Europa natürlich auch Normen erstellen. Wir können sagen, okay, wir sind hier im Kreis von europäischen Experten. Wir müssen jetzt zu dem und dem Thema eine Norm entwickeln. Und jetzt komme ich kurz zum dritten Punkt und gemeinsame Planung von neuen Projekten. Wenn wir dann sagen, hey, liebe IEC-Kollegen, das und das ist wichtig für uns aktuell, wollt ihr mit uns normen? Das heißt, wir planen gemeinsam. Wenn IEC sagt, nee,
wir haben gerade nicht dieses Interesse, so eine Norm zu erstellen, dann kann Europa selber Normen stellen. Ja, also das heißt, kann ein gewählter Kreis von Experten kann dann eine europäische Norm erstellen. Die können wir dann wiederum, wenn die fertig ist, immer noch IEC anbieten und sagen: So, meine lieben Kollegen, ihr wolltet nicht mitarbeiten, wir haben jetzt aber eine Norm erstellt, möchtet ihr diese vielleicht übernehmen? Und dann könnte eine europäische Norm auch eine internationale Norm werden. Ja, dieses Mechanismus gibt es auch. Diesen Mechanismus. So, genau, und gemeinsame Planung habe ich eben schon gesagt. Da gibt es auch eine Abstimmung zwischen den Experten hier in Europa und IEC und dann bespricht man das, ob es da einen Bedarf gibt, hier eine Norm zu schreiben. Und dann kann das Spiel wieder von Anfang an anfangen und dann gibt es dann wieder ein Parallelvoting und dann erstellt man die Norm gemeinsam. Ja, so, ich hoffe, ich konnte euch jetzt diese zwei wichtigen ja, Abkommen näher bringen. Und deswegen möchte ich das jetzt das irgendwie alles nochmal zusammenbringen, bildlich für euch. Und bevor ich euch jetzt dann ein finales Bild zeige, wo dann im Grunde genommen alles zusammenspielt, möchte ich euch nochmal hier einen kleinen Exkurs dann zur europäischen Gesetzgebung mitgeben. Also, es gibt diese Verordnung 1025 aus 2012. Ich jetzt auch nicht ins Detail ein, da hat die Europäische Kommission, das EU-Parlament dann beschlossen, dass hier die drei europäischen Normungsorganisationen, die ihr auf der rechten Seite seht, also ihr erinnert euch, die mittlere Ebene, die europäische Ebene, CENIC und ETSI, dass die im Grunde genommen die Normungsorganisationen offiziell hier in Europa sind. Wir dürfen die Norm hier schreiben. Und es geht noch weiter, denn die Europäische Kommission kann zu einem Thema, zu einem wichtigen Thema, zu einem wichtigen strategischen, politischen Thema einen Auftrag geben und sagen: So, meine lieben Normer, das Thema XY ist gerade super wichtig und seht doch mal zu, dass wir Normen dazu erstellen. Ja, also die Industrie braucht es und bitte seht mal zu, dass wir hier einheitliche Normen haben. Ja? So, und dann gibt es ja, diesen Auftrag von der Europäischen Kommission. Und die sagen im Grunde genommen grobe Anforderungen. Die sagen, was sollte gemacht werden? Ja, irgendwie, dieses Produkt XY sollte vereinheitlicht werden oder das sollte sicher sein in dem und dem Sinne. Und die werden da aber keine technischen Anforderungen jetzt. Die gehen da nicht ganz detailliert rein und sagen, so und so und so muss das Produkt aussehen. Das delegieren sie nämlich genau an die Normungsorganisation. Hier kommen wir dann ins Spiel. Wir nehmen dann diesen Auftrag an und sagen: Ja, vielen Dank, liebe Europäische Kommission. Das ist ein wichtiges Thema und wir werden uns diesen Normungsauftrag dann, den werden wir annehmen und Norm erstellen. Ja, und dann erstellen wir Normen sozusagen im Sinne des europäischen Gesetzgebers oder der Gesetzgebung. Und dann hat man hier auch eine Verbindung zwischen der Gesetzgebung und den Normen. Ja, also das ist ein super spannendes Thema, ein super wichtiges Thema. Und genau, wie gesagt, ich habe das jetzt hier angeschnitten. Ich wollte euch sagen, da gibt es etwas, habt es im Hinterkopf, dass es da auf jeden Fall was gibt. Und jetzt möchte ich mit einer meiner letzten Folien hier alles mal zusammenbringen. Ja, also ich habe euch erzählt, wir haben die Ebene IEC, also international, Europa, national, wir haben die Europäische Kommission, die Gesetzgebung irgendwie dann auf dem Spiel. Und wie spielt das jetzt alles zusammen? Ja, ich habe jetzt mal ein Beispiel aus dem Komitee, aus dem technischen Komitee von Explosionsschutz mitgebracht. Ja. Und hier ist es so, dass wir bei IEC, also das ist ein super Beispiel, dass die Arbeit bei IEC gemacht wird. Also die Norm an sich wird hauptsächlich bei IEC geschrieben. Ja? Und hier ist es genau so, dass IEC, die Experten, da sind nicht nur Europäer drin, da sind auch andere Länder drin, da wird diese internationale Norm geschrieben. So, 95%, deswegen habe ich gesagt, die meiste Arbeit, 95% all dieser Normen, die bei IEC geschrieben worden sind, werden auch hier in Europa übernommen.
durch das Parallelverfahren. Ja? Die Basis ist bei IEC und hier in Europa überprüfen wir nur, ob es gegebenenfalls irgendwie Anpassung geben muss oder nicht. Ja? Aber die Norm an sich wird bei IEC geschrieben. So. Und zu 95% ist es der Fall hier in diesem Komitee von Explosionsschutz. Okay? So, diese für, also stellt es euch vor, 95% aller Normen, die bei IEC oder die es hier bei Europa gibt zu Explosionsschutz, kommen von IEC. Sagen wir jetzt mal, 100 Normen gibt es hier bei uns in Europa. 95 von diesen Normen von Explosion oder über Explosionsschutz kommen dann von der internationalen Ebene. So, und dann wissen wir haben die übernommen von IEC, das wird eine europäische Norm. Und das wird dann automatisch durch die Übernahmeverpflichtung 1:1 auch in alle nationalen Komitees mit aufgenommen. Das bedeutet, all diese 95 Normen, die aus der IEC stammen, landen auch bei uns bei der DKE. Ja? Also das ist dieses Wunderbare. Man sieht hier genau, wie es den roten Faden gibt von der internationalen Normung, die bis hin zur nationalen Normung geht. Ja? Und hier spielt natürlich auch die Gesetzgebung eine Rolle. Hier sagt dann die EU-Kommission, ja, liebe Norma, das und das ist uns wichtig. Es darf natürlich jetzt nicht mein Handy explodieren und deswegen Explosionsschutz ist super wichtig. Macht mal irgendwas, dass das sauber ist. Und da haben natürlich auch schon die europäischen Norma schon einen Blick drauf, was passiert denn bei IEC und welche Norm könnte man möglicherweise benutzen, damit man die Anforderungen von der Europäischen Kommission auch erfüllt. Ja, und so schließt sich der Kreis, wie ich eben sagte. Also hier spielen alle irgendwie eine Rolle, ja, und das macht halt dieses ganze System so mächtig. So, ich hoffe, ich konnte das eben gut darstellen, wie all diese Ebenen und plus die europäische Gesetzgebung da eine Rolle spielt. Und ich möchte jetzt, weil wir sind ja bei der internationalen Normung, ich möchte mit solch einer mächtigen Folie jetzt aufhören. Und hier seht ihr eine Entwicklung der elektrotechnischen Normung in Deutschland, wie viele Normen denn überhaupt von wo stammen. Ja, jetzt gucken wir jetzt mal. Wir fangen mit dem Hellgrauen hier unten an. Das ist reine nationale Arbeit. Das ist eine reine nationale Norm. Das sind 3,8%. Ja? Jetzt gucken wir mal Arbeiten, die rein von IEC kommen, aber nicht in Europa übernommen worden sind. Das ist auch 4,6%. Das ist auch vernachlässigbar. Ja? Und jetzt gucken wir mal hier reine europäische Norm, 12,7%. Das ist hellblau. Ja? Das ist okay, ist schon ein bisschen mehr. Aber jetzt gucken wir uns mal hier die große Fläche hinten an. Das ist die blaue, die dunkelblaue Fläche. Und das sind 78,9%. Ja. 78,9% aller Normen wurden bei IEC erstellt, wurden in Europa übernommen und wurden durch die Übernahmeverpflichtung in Deutschland auch per Default übernommen. Ja. Das sind 80% aller Normen, die wir hier in Deutschland haben, Elektrotechnik, ja, das ist wichtig, Elektrotechnik, die in Elektrotechnik, die es existieren, kommen von IEC. Und dann, ja, genau. Also das ist eine wahnsinnig mächtige Zahl und deswegen internationale Normung ist so wichtig. Da möchte ich jetzt so mit dieser Folie aufhören und sagen, so, was bedeutet das für euch? Wie geht es jetzt weiter? Ja. Also meine lieben Studenten und Studentinnen, hab gehofft, internationale Normen konnte ich euch näher bringen. Und warum ist es jetzt so wichtig für euch? Warum sollt ihr da jetzt mitmachen? Weil einmal das Mitwirken der Normung wichtig ist, um eben eure Produkte, die ihr später dann entwickelt, herstellt, etc., etc., ressourcenschonend auch gestalten könnt. Damit meine ich, dass ihr auch ohne großen Aufwand dann, ohne wenn neue Normen rauskommen, dass ihr schon möglichst schnell und früh auch mitgestalten könnt an den Normen. Ja? Weil stellt euch vor, ihr habt jetzt ein Produkt nach irgendeiner Vorgehensweise jetzt entwickelt und dann kommt eine neue Norm raus, die dann alles auf den Kopf stellt, dann müsstet ihr alles wieder komplett neu entwickeln. Ja? Und das wollen wir vermeiden. Ihr habt euch hier irgendwie schon Gedanken gemacht, warum ihr das Produkt ja auch schon in einer gewissen Art und Weise erstellt habt und deswegen seid schon von Anfang an in der Normung dabei.
Wirkt damit und gebt auch euer Wissen und Know-how mit, so dass am Ende keine allzu großen Änderungen dann stattfinden müssen. Hole die Unterstützung deiner Firma. Ja? Also wir sagen immer, Normung ist eine Management-Sache. Normung kostet Geld, weil ihr müsst natürlich als Mankraft müsst ihr halt den Gremien oder der Gremienarbeit zur Verfügung gestellt werden. In der Zeit könnt ihr jetzt, ich sag mal, keine CAD-Zeichnung dann machen. Ihr müsst dann der Normarbeit mitmachen. Gegebenenfalls gibt es eine Dienstreise. Also Normung ist zeitspielig und kostet Geld. Ja, deswegen muss das Management auch dahinter stehen. Deswegen ja, holt euch die Unterstützung, zeigt dem Management, dass es sinnvoll ist. Und ja, ihr wollt mitmachen in internationalen Normungen. Wie geht es dann weiter? Also, deine Firma hat dir dein Okay gegeben und dann musst du durch den Fachverband dann dich hier bei uns bei der DKE einschreiben. Und wenn du dann hier bist, dann nehmen wir dich als Experte auf und dann können wir dich hier in die nationalen und in die internationalen technischen Gremien entsenden. Ja, das ist so ein bisschen so die Timeline. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen etwas über die internationale Normung erzählen können, was sie ist, warum sie so wichtig ist und warum wir hier bei der DKE so sehr die internationale Normung lieben und warum wir denken, dass es wichtig ist. Danke sehr.